Kollegen diskutieren hier heute über die Konsequenzen aus dem systematischen Staatsversagen in dem Fall des NSU. Der NSU konnte, obwohl diverse V-Leute in seinem Umfeld agierten, 7 Jahre lang unbehelligt morden. Hintergrund und eine Polizistin wurden, das ist bekannt, Opfer des NSU und dazu kommen noch diverse Banküberfälle. Derzeit läuft in München der Prozess gegen Beate Zschäpe und weitere Unterstützer. Es gab und gibt verschiedene Untersuchungsausschüsse in den Landesparlamenten und es gab den großen Untersuchungsausschuss im Bundestag. Gegen den Widerstand der Grünen wurden vor kurzem auch noch neue parlamentarische Untersuchungsausschüsse in Hessen und NRW eingerichtet. Baden-Württemberg, wo es einen ziemlich gab und wo immerhin eine Staatsbedienstete ermordet worden ist, muss nun folgen. Wir hoffen, dass sich die kritische Zivilgesellschaft hier noch durchsetzt. Obwohl die gerichtliche und parlamentarische Aufarbeitung noch längst nicht abgeschlossen ist, gibt es schon Mindestforderungen im Bereich Geheimdienst, Polizei und Justiz. Der Bundestag hat im September 2013 einstimmig, das betone ich hier nochmal einstimmig, ein Bündel aus Maßnahmen gefordert. Weil bis heute bundesweit kaum Schritte zur Umsetzung dieser Maßnahmen sichtbar sind, sah sich der Bundestag im Februar 2014, also vor 4 Monaten, gezwungen, diesen Beschluss nochmal einstimmig zu bekräftigen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, sowas kommt relativ selten vor und dieser Vorgang zeigt, dass es gewisse Widerstände aus den Behörden gegen die Reformvorhaben gibt. Mit der vorliegenden Antwort des Senats auf unsere große Anfrage gibt es erstmals eine schriftliche Wasserstandsmeldung über das, was Bremen im Zusammenhang mit dem NSU und den eigenen Sicherheitsbehörden verändert und reformiert hat. Die Antwort ist dankenswerterweise einigermaßen ausführlich. Der Senat sagt, dass alle wesentlichen Forderungen des Bundestagsuntersuchungsausschusses von den zuständigen Stellen in Bremen bereits umgesetzt worden wären. Liebe Kolleginnen und Kollegen, an dem Punkt sind wir allerdings anderer Meinung als der Senat. Und ich will mich in der ersten Runde auf 2 Punkte beschränken, die der Bundestag gefordert hat und die eben noch nicht umgesetzt worden sind. Es wird Sie nicht überraschen, als wir hier die Novellierung des VS-Gesetzes diskutiert haben, habe ich mich schon auf die Forderungen bezogen und auch wir hatten auch gefordert, dass diese dann auch in die Gesetzesnovelle einfließen. Das ist leider abgelehnt worden. Punkt 1. Der Bundestag hat gefordert, die parlamentarische Kontrolle der Geheimdienste zu stärken. Er sagte ganz eindeutig, dass es eine systematische und strukturelle Kontrolle braucht. Und dafür, so sagte der Untersuchungsausschuss und sagte der Bundestag einstimmig, braucht es eine professionelle Personal- und Sachausstattung dieser Gremien. Das haben wir hier im September gefordert und haben das auch in der Innendeputation nochmal begründet. Aber es ist leider so, dass in Bremen weiterhin die Bürgerschaft entschieden hat, dass es den Abgeordneten, den Mitgliedern der Parlamentarischen Kontrollkommission ist, nicht erlaubt ist, Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter mitzunehmen oder einzubeziehen in die Diskussion. Das finden wir nach wie vor schade, weil wir sagen nach wie vor, dass es nicht möglich ist, vor allen Dingen für Mitglieder einer Einzelfraktion, vor allen Dingen auch zum Beispiel für mich mit dem Gaststatus, da wirksam zu kontrollieren, wenn ich keine Möglichkeit habe, das hinterher oder auch währenddessen mit jemandem zu eruieren. Man hätte sich ja darüber Gedanken machen können, ob und in welcher Art und Weise die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter dann auch verpflichtet wird. Das ist völlig selbstverständlich. Wir finden es nach wie vor sehr bedauerlich, dass hier die Gelegenheit im Herbst letzten Jahres nicht ergriffen worden ist, dem Bundestagsuntersuchungsausschuss zu folgen. Wir haben einige Fragen zum Verfassungsschutz gestellt. Und was lesen wir? Diese Fragen unterliegen natürlich der Geheimhaltung. Die Richtlinie ist Verschlusssache. Wir lesen weiterhin, dieser Punkt wird in einem strengen geheimen Kontrollgremium, das ist es nun mal, beraten, über das im Nachhinein niemand sprechen darf. Das sind im Grunde die wesentlichen Antworten der Anfrage, die den Geheimdienst, also beziehungsweise den Verfassungsschutz des Landesamts hier betreffen. Und da sagen wir nach wie vor, ja, es hat Änderungen gegeben in der Novellierung, aber nein, die Kontrolle darüber hätten wir gerne ein bisschen öffentlicher gehabt. Es hat natürlich die Beratungen in den Kontrollgremien gegeben über Dienstanweisungen und Veränderungen, aber ich finde, dass man diese auch in einem anderen Rahmen hätte ausführlicher diskutieren können. Auch hierzu haben wir in einer Deputation im Herbst Vorschläge gemacht.
Wir haben gesagt, es wäre auch möglich, eine vertrauliche Sitzung der Innendeputation dazu einzuberufen. Es sind ja jetzt hier irgendwas offenlegen würden, aber die doch das Arbeiten des Verfassungsschutzes betreffen und wo ich doch der Meinung bin, Parlamentarier haben die Verpflichtung und auch hätten die Möglichkeit bedurft, das genauer zu kontrollieren. Vergangene Woche tagte die Innenministerkonferenz in Bonn. Auch dort ging es im Tagesordnungspunkt 20 um die Neuausrichtung des Verfassungsschutzes. Es wäre auch für uns hier im Haus sicher interessant gewesen, was dort konkret besprochen wurde. Leider ist die dazugehörige Vorlage wieder eine Verschlusssache und eine Geheimsache. Die Behörden haben sie als Verschlusssache nur für den Dienstgebrauch eingestuft. Ich komme gleich zum Schluss. Das Papier ist deswegen entweder nicht zugänglich oder wir würden uns, hätten wir es, strafbar machen, wenn wir es Parlament daraus zitieren. Das ist nach wie vor eine unserer Hauptkritiken, dass der Geheimdienst nach wie vor an einer wirksamen parlamentarischen Kontrolle vorbei arbeitet. Das ist der Kritikpunkt und das ist eine Forderung, die aus dem Untersuchungsausschuss in Bremen leider nicht umgesetzt worden ist. Danke Ihnen. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Kollege Dr. Güldner hat mich eben darauf hingewiesen, dass auch in Nordrhein-Westfalen inzwischen die Grünen einem Untersuchungsausschuss zustimmen. Wir haben das eben hier nochmal bilateral geklärt. Das ist auch so, das war bis Mai nicht so. Die CDU fordert da jetzt auch einen Untersuchungsausschuss, die SPD mittlerweile auch. Das möchte ich dann an dieser Stelle auch mal richtigstellen. Meine Informationen waren noch von Mai, da war es eben halt noch nicht so. Ich will aber noch mal auf zwei Punkte eingehen, wo ich immer noch Handlungsbedarf sehe und jetzt auch mal weg vom Verfassungsschutz kommen. Wie gesagt, meine Kritik an der parlamentarischen Kontrolle ist Ihnen ja nicht neu. Ich wollte noch mal zur Polizei kommen und zwar zu der interkulturellen Kompetenz der Polizei. Ich glaube, in der Ausbildung ist da viel passiert. Da stimme ich meinen Vorrednern und Vorrednerinnen zu. Also ich glaube, das hat sich ganz stark geändert. Es gibt aber eine Baustelle und die möchte ich immer benennen. Und das ist die Neueinstellung von Polizeiauszubildenden bei der Polizei Bremen. Da ist es so, nach Gesprächen, die ich mit Polizei und mit der Gewerkschaft der Polizei geführt habe, einfach nicht so, dass die gewünschte Erhöhung der Anwärterinnen mit Migrationshintergrund erfolgreich umgesetzt werden konnte in den letzten Jahren. Um es mal ganz klar zu sagen, vor 10 Jahren lagen die Zahl der Neueinstellungen von Anwärtern mit Migrationshintergrund deutlich höher. Und das ist für uns eine Sache, wo ich denke, da müssen wir mal sehr genau hingucken. Vielleicht wäre die Innendeputation da auch der richtige Rahmen. Denn das Personalkonzept für den öffentlichen Dienst sieht eigentlich vor, dass Menschen mit Migrationshintergrund verstärkt auch in den Polizeidienst eingestellt werden sollen. Und das ist auch eine ganz klare Forderung und Konsequenz, die sich aus dem Untersuchungsausschuss des Bundestags ergeben hat. Diese interkulturelle Öffnung sollten wir uns noch mal irgendwie verstärkt auf die Fahnen schreiben, denn wir haben mal nachgefragt, wie sich denn die Zahl der Polizeiauszubildenden mit Migrationshintergrund entwickelt hat. Und die Antwort des Senats war bislang leider, dass sie das nicht wissen, weil es keine validen Zahlen gibt. Freundlich ausgedrückt finde ich das etwas mau, weil es gibt klare Definitionen von Migrationshintergrund, auf die kann man sich mal einigen. Und wir denken, dass Menschen mit Migrationshintergrund im öffentlichen Dienst gefördert werden müssen. Und dann muss natürlich auch überprüft werden können, ob die eingesetzten Förderinstrumente überhaupt funktionieren. Und ich glaube, gerade bei der Neueinstellung von Polizeianwärtern ist es natürlich die Frage, irgendwie erreichen Sie die Einstellungshürden, überspringen Sie die Einstellungshürden und wenn, wie kann man dann besser nachbessern und wie kann man Menschen mit Migrationshintergrund diese Hürden zugänglicher machen oder es ihnen einfacher machen, dass sie diese Hürden überspringen. Ich glaube, hier sollten wir dringend mal doch auch evaluieren, damit wir da auch zu geeigneteren Instrumenten kommen. Ein anderer Punkt, den hat die Kollegin Neddermann eben auch erwähnt, das sind die präventiven Ansätze und die Förderprojekte gegen Rassismus und Neonazismus. Und da ist es leider so, das hat die Kollegin Neddermann eben zu Recht schon erwähnt, dass diese Projekte, die wir ja auch in Bremen haben, zum Beispiel im Lidice Haus, eben ganz stark davon abhängen, ob im Bundestag ein Haushalt beschlossen worden ist. Das Bundesfamilienministerium verwaltet diese Gelder. Und die Dauer der Projektförderung ist eben leider auf wenige Jahre befristet. Und
die Projektträger, auch das Wiedische Haus, klagt immer wieder über die fehlende Verlässlichkeit. Der Senat schreibt an dieser Stelle selbst, dass es teilweise zu vorsorglichen Kündigungen von Mitarbeiterinnen kommt, weil die Bundesregierung diese Förderung nicht rechtzeitig absichert. Und ich denke, dass, da sind wir uns auch, glaube ich, einig, das geht gar nicht. Hier muss dringend nachgestellt werden. Also ich habe letztens, waren wir im Lidische Haus, weil wir da eine Fraktionsklausur hatten. Und da wurde auch nochmal gesagt, wir haben eigentlich nur noch einen Haushalt bis 2015 und können darüber hinaus nicht planen. Und ich glaube, da sind wir uns hier einig, dass das unverantwortlich ist und dass da was geändert werden muss. Ansonsten denke ich, einen Punkt, den könnten wir aber auch nochmal an anderer Stelle besprechen. Es wurde ja auch nochmal darum gebeten, Straftaten, die in der Vergangenheit liegen, also schwere Straftaten, nochmal auf einen rechtsextremen Hintergrund zu überprüfen. Ich weiß, dass diese Diskussion in der Innendeputation in der letzten stattgefunden hat. Da ist dann natürlich die Frage, wie definiert man schwere Straftaten? Muss es da immer um Tötungsdelikte gehen? Mir ist aus den 90er Jahren einiges hier in Bremen in Erinnerung, wo es Anschläge gab, die nicht als rechtsextrem gefasst worden sind, weil sie dem Täterprofil nicht zuordnenbar waren, aber die ganz klar einen rassistischen Hintergrund hatten. Vielleicht sollten wir uns das auch noch mal genauer angucken, weil ich glaube, dass diese Überarbeitung, wie Straftaten gewertet werden, auch wenn sie einen rechtsextremen Hintergrund haben, bundesweit irgendwie noch mal dringend auf den Prüfstand muss, vor der eigenen Haustür zu gucken. Ansonsten finde ich, müssen wir diese Diskussion einfach weiterführen, weil die Gefahr, dass sich sowas wiederholt, ist für mich noch lange nicht vom Tisch. Auch wenn ich anerkennen muss, dass der Verfassungsschutz mit Sicherheit hier ganz anders arbeitet als in Thüringen, denke ich, sollten wir da in jedem Fall immer wachsam bleiben. Und ich werde die Frage einer wirksameren parlamentarischen Kontrolle mit Sicherheit auch noch mal hier immer wieder an passender Stelle auf den Tisch bringen. Danke Ihnen.